Darth Vader kehrte auch nach der großen Jedi-Säuberung oft nach Coruscant zurück, um den Jedi-Tempel zu besichtigen. In dem unkanonischen Comic von Marvel, welches den Namen Darth Vader and the Ghost Prison trägt, wird uns erklärt, wie Vader ein weiteres Mal zu dem Jedi-Tempel zurückkehrte und dieses Mal das mit Sicherheit größte Geheimnis des Jedi-Rates lüftete. Angekommen auf Coruscant machte sich Vader zusammen mit seinem imperialen Begleiter Tom auf den Weg zu der Bibliothek des Jedi-Tempels, um dort die gespeicherten Hologramme des Anakin Skywalkers anzusehen. Auf dem Weg dorthin werden die beiden überraschenderweise von Jedi-Rittern angegriffen. Darth Vader bemerkt jedoch schnell, dass es sich hierbei um Jedi-Trainingsdroiden handelte, also macht er kurzen Prozess mit seinen Rivalen. Daraufhin ging Vader durch eine zerbrochene Tür und gelangte in die Gemächer des Jedi-Rates. Dort angekommen, aktivierte er eine Aufzeichnung, die eine Konversation zwischen Anakin Skywalker und Mace Windu aus Star Wars Episode 3 vorwies, in welcher Anakin Mace Windu mitteilte, dass es eine Unverschämtheit sei, dass er nicht zu einem Jedi-Meister ernannt worden war. Als Anakin aus dem Raum austrat, begann das Gespräch jedoch erst richtig. Die Jedi-Meister fragten sich, wie sie dem Senat, der Republik und der gesamten Galaxis beichten sollten, dass sie über ein geheimes Gefängnis verfügten, in welchem unzählige Machtnutzer und Kriminelle gefangen gehalten werden, die der Jedi-Rat im Laufe der Jahre gefangen genommen hatte. Darth Vader unterbrach nach diesem Geständnis die Aufzeichnung und redete sich ein, dass Imperator Palpatine recht mit dem hatte, was er über die Jedi gesagt hatte. Mit dem Gedanken konfrontiert zu werden, dass der Jedi-Rat ihn von vorne bis hinten belogen hatte, stieß in Vader einen gewaltigen Wutanfall aus und brach ihn schlussendlich dazu, die Gemächer des Jedi-Tempels zu zerstören. Unverzüglich machte sich Vader ins Dyab-System auf, um dieses Gefängnis auf dem 6. Mond von Dyab zu besichtigen. Dort angekommen besichtigte Vader das Gefängnis und ließ den ersten Kriminellen frei, und zwar General Orloa, welcher von Anakin selbst in den Klonkriegen verhaftet wurde. Wie es Vader schon erwartet hatte, wurde er von ihm angegriffen und musste ihn deswegen zur Strecke bringen. Dabei mischte sich jedoch ein weiblicher Machtnutz ein, und zwar Shaun Volta, welcher damals von Anakin Skywalker und Kit Fisto verhaftet wurde. Als sich immer wie mehr Machtnutzer und Verbrecher einmischten, sah Vader keinen Ausweg mehr und veranstaltete ein Massaker, in dem er alle Verbrecher eliminierte, die ihn angriffen. Vader brach danach im Alleingang 8 ehemalige Padawane und Jedi-Meister um, bis sich die Verbrecher endlich ihm unterwarfen und begriffen, wer ab sofort ihr neuer Meister war. Vader verließ den 6. Mond von Dyab mit einer gewaltigen Armee bestehend aus Verbrechern aus der gesamten Galaxis.